Halt Angst, wenn ich hier noch ein Dorf hinbaue, dass dann der Bossgegner kommt. Oder sowas passiert. Scheiße.
Warum die Gegner nicht schneller besser werden als ich, das verstehe ich nicht ganz. So große Upgrades mache ich ja von Runde zu Runde gar nicht mehr. Ja, dann immer so mal ein oder zwei Gegenstände, die ich austausche. Dürften ja die Fights eigentlich schon mal ein bisschen epischer werden. Pam 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 pam. Regal des Alchemisten. Ein Regal mit Plätzen für Fiolen und Reagenzien, Etiketten für Flaschen anderer geheimnisvollen. Ey! Er hat es mir einfach weggenommen. Eine E20er Kutte. Why? Okay, diesmal machen wir gar nichts an der Ausrüstung. Da bin ich ja mal gespannt. Also wenn wir jetzt im nächsten Durchgang keine gute Ausrüstung kriegen, könnte es vielleicht ein bisschen heikler werden. Aber momentan spazieren wir ja immer noch durch.
ziehen halt auch richtig geiles Zeug mit raus. Oh, ein 20er Schwert, na sehen Sie. 63 bis 95 und 31 Magieschaden. Was ist das? 15 Magieschaden und kritischer Treffer. Okay. Da haben wir schon mal Waffe Nummer 1 gefunden. 66 bis 100. 90 und 24 Magie. 115. Das wäre mit Dings Ferns um die 120. 94 bis 126. Ich glaube, eine Runde mache ich noch, dann habe ich 20 Runden zusammen. Und dann gucken wir mal, was wir alles bauen können, wenn wir ja ordentlich Ressourcen rausgezogen haben. Oder kriegen wir schon gar keine Ressourcen mehr großartig? Weil das dort so eingefarmt ist. Scheint schon gar keine Ressourcen mehr rauszuziehen, ne?